Hallo zusammen, da sind wir wieder bei Vertigo. Wir untersuchen jetzt hier als der Sheriff Reyes mal den Stall. Und was ich jetzt schon verdächtig fand, warum geht das jetzt nicht? Mich gerade. Ah, okay. Musst du noch die Taste drücken? War, dass das Obst und Gemüse, was da vorne zu sehen war, verschimmelt war. Und das Pferd sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Oh, da hat auch schon ewig keiner mehr sauber gemacht. Das muss ja stinken. Aber das Pferd lebt ja noch. Aber dem scheint es nicht gut zu gehen. Pferde liegen ja eigentlich nicht. Also, nicht wenn es ihnen gut geht. Oh, langsam. Tranquilo. Dem Pferd helfen. Ja, du kriegst jetzt mal was. Zu trinken und zu essen. Ja, das Pferdchen. Scheiße. Wasser geben und helfen. Okay, haben wir hier noch was? Ja. Wie lange bist du denn schon so hier? Das wird schon eine ganze Weile so sein. So, erstmal Wasser. El gusto es mío. Genau, lass es dir schmecken. Er hat aber noch nichts zu essen gekriegt. Das arme Pferd. Es verhungert doch. Kann man dem nicht irgendwie was geben? Na, fehlt da was Verdächtiges? Mir scheint alles da zu sein. Hier, diese Treppe ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen. Die erinnert mich sehr an, naja, an den Film, ne? Also an diese Kirche, wo die hochgerannt ist. Diesen Glockenturm. Adam, sagst du mir, warum mein Assistent bei seinem Abschluss blaue Haare hatte? Oh nein, ich hab Tante Esther doch gesagt, das Bild soll weg. Ich hatte eine Wette mit Marcello. Wenn ich vor seiner Masterarbeit meinen Abschluss gehabt hätte, wäre er dran gewesen. Wo war's? Erzähl ich später. Die war natürlich, also man hatte da jetzt nicht solche Zwischenebenen wie hier, ne? Die ging dann einfach nur so hoch. Das war auch so eine Holztreppe, die nach oben geführt hat. Immer weiter. Hier hätten wir Heu. Gib das mal dem Pferd. Oh oh. Da liegt eine Hand. Nee, ein Handschuh. Ich dachte, das war eine Hand. Liegt da ein Handschuh? Gehen wir noch weiter hoch. Halt, bevor wir da hochgehen, gucke ich hier nochmal raus. Adam? Warte mal, Nick.
Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Oh. Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Wie lange ist es her? 50 Jahre? Sieht aber sehr frisch aus. War eine Totgeburt. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen oder die Eierstöcke oder so. Nick? Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier. So, jetzt der Dachboden. Nee, komplettes Dach, gar nicht mal der Dachboden. Da liegt der andere Handschuh. Wie kommt denn der da hoch? Sieht aus, als ob der da drinnen hängt. Bedeutet also, er ist hier jetzt fertig. Trotzdem hat das Pferd noch nichts zu fressen. Ach, das steht ja schon wieder. Tienes hambre? Oh, es gibt ihm ja so einen Maiskolben oder so. Nick, bist du da? Nur mal nebenbei, du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Er hat einen halben Eimer Wasser gesoffen, also... Alles gut. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie Heu oder so noch holen muss für das Pferd. Weil im Prinzip stand er ja, wir sollen jetzt auch füttern und eigentlich habe ich ihm jetzt gerade nur Wasser gegeben. Da geht's nicht weiter. Ich könnte jetzt noch hinterm Haus nachschauen. Schauen wir uns mal die Wäsche an, die ist bestimmt dreckig oder so. Hängt da schon tagelang. Mal hier. Ja, ich hätte jetzt gedacht, er kann auch die Wäsche untersuchen, tut er aber nicht. Probieren wir es nochmal am Haus. Am Auto könnte ich was... Adam? Wolltest du in nächster Zeit mit deinem Onkel angeln? Nein, warum? Er hat mich nicht mehr eingeladen.
eingeladen, seit ich Ihnen von Marcello erzählt habe. Nur so, bin nur neugierig. Ist wahrscheinlich das Beste, ehrlich gesagt. Dann probier's nochmal am Haus. Oftmals haben die ja irgendwo einen Schlüssel versteckt oder so. Jetzt können wir sie aufmachen. Na, was ist denn jetzt? Mach auf. Draußen war nichts mehr, glaube ich. Ja, gut, das Pferd habe ich noch nicht gefüttert. Der Wasserhahn tropft. Don't forget to flush. Okay. Spülen wir halt. Ein bisschen eklig ohne Spülen. Was haben wir hier? Kissen. Stickerei. Unser kleiner Engel. Schaut. Und so hinab quasi. Vom Himmel auf uns hinab. Swing is my therapy, stand da. Nähen ist meine Therapie. Da haben wir den Apfelkuchen. Thank you.
Nee, da haben wir nichts weiter. Der berühmte Schatten hinterm Duschvorhang. Auch aus einem anderen Film. Das ist nicht aus Vertigo, das ist aus Psycho. Aber es war anders. Hängt er seinen Bademantel in der Dusche auf? Also in der Dusche? Würde er sich wahrscheinlich auch gerade fragen. So, also flink rausgegangen. Ist hier gar nichts anzuschauen weiter? Nee, scheinbar nicht. Mein Kinderzimmer. Das ist so etwas, ne? So ein Punkt, wo man sagt, okay, die Familie hat das noch immer nicht ganz verdaut. Da haben wir den Ed. Er guckt jetzt immer zum Schlafzimmer. Ist hier doch noch was? Ist hier was übersehen? Der Schrank ging ja nicht auf. Na, auf einmal. Der geht auf einmal. Nee, hol ich die jetzt aus dem Schrank raus? Guck zwar zu dem Koffer. Da oben, aber er holt ihn nicht weiter vor. Kann ich jetzt an den Schrank? Nee. Da liegt auch ein Koffer drauf oder sowas. Irgendeine Tasche halt. So am Bett ist nichts. Kein Monster unterm Bett. Aber er... Hey, nee, hier ist ja nur der komische Bademantel. Wo jetzt hin, Sheriff Reyes? Ist auf der anderen Seite. Ist doch das Bild wieder. Warum sollten wir uns das jetzt nochmal anschauen? Nee, ist ja Quatsch. Hat sich nichts verändert. Hier waren wir noch nicht drin im Keller. Oh, jeder hat seine Leichen im Keller. Na. Blödes Geräusch. Einmal die Glühbirne auswechseln. Oder Neonröhre eigentlich. Weil er macht das schon. Ja, jetzt ist er kaputt gegangen. Na, super. Auf jeden Fall Muffels da im Keller. Oh.
Wer gibt jetzt die Geräusche von sich? Der Bürgermeister ist weg. Soll ich erzählen? Nick? Alles in Ordnung? Der hätte uns jetzt noch weiter vollgelabert. Ah, was war denn da zu sehen? Na, jetzt klingelt schon wieder ihr Handy. Ach, das ist nur der. Kann ich das irgendwie ausmachen? Ausschalten? Ja. Ich wollte Sie gerade rufen. Ed wartet. Na, jetzt sind wir dabei. Da wieder zurück. Na, das ist doch der Onkel hier. Adam. Adam. Harley. Sag Adam nicht. Ruf die Forensik an und sag ihnen, dass... Aber wo ist denn dann die Tante hin? Und somit wird er jetzt wahrscheinlich zu einem der Verdächtigen. Und Zed. Jetzt wird spannend, jetzt wird's. Ed? Sollen wir anfangen?
Na, der will doch nicht. Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Das Baumhaus ist wunderschön. War's auch. Na, jetzt ist mein Controller schon wieder ausgegangen hier. Jetzt ist er der Pirat. Okay, ihr Landratten, jetzt haben wir sie entern! Flanagan, mein Haken! Ist nicht deine Kabine, Captain Roberts! Donnerkeil, Flanagan! Ohne mein Haken kann ich das Schiff nicht entern! Ich glaube, der ist noch auf Skull Island, Captain. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Dad, Kumpel, komm mal bitte in mein Büro. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Gouverneur Miller erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck. Wenn ich weiter so schätze, Relikte und Talismane anhäufe, muss ich bald an Deck nächtigen. Ja, irgendwie ganz niedlich gemacht hier. Geht zur Seite, getreuer Flanagan. Wir nähern uns dem Mahlstrom am Ende der Welt. So, er soll ja eigentlich dahin. Flanagan? Ans Ruder! Oder muss ich alles selbst machen? So, da müssen wir runter jetzt. Na? Na? Nein, nicht Steuerrad. Na, aber... Jetzt, Deck. Ins Büro. Wo ist denn das? Jetzt ist es an der Zeit, ein Heben zu gehen. Ich hab einen Durst wie... Ed, bist du da? Kommst du? Ja, Dad. Was trinken? Dann gehen wir erstmal schnell was juicy trinken. Juicy Blue, Juicy Blue. mm-mm, mm-mm, mm-mm.
Wo ist denn hier was zu trinken? Hat er hier gar nichts? Kühlschrank? Juicy Blue. Kühlschrank leer? Ach Mann, nichts mehr da. Ich würde es doch warm trinken. Tja, wo steht das? Hier. Juicy Blue, bitte, bitte. Mann, hier ist auch nichts mehr. Was soll ich denn jetzt trinken? Schluck Wasser. So, wir sollen jetzt zu Papa gehen. Papa ist hier oben irgendwo. Dad? Hey, Kumpel. Du hast so leise geklopft, dass ich dich kaum gehört habe. Komm, wir sagen Hallo auf unsere Art. Weißt du noch den geheimen Handschlag der Piratenbruderschaft? Nichts ist verloren. Ja, verdammt. Okay, das war nur zum Aufwärmen. Lass uns das noch einmal versuchen. Nichts ist verloren, solange es noch einen Verrückten gibt, der darum kämpft. Die Piratenbruderschaft. Nee, das war, glaube ich, falsch. Okay, beim dritten Mal klappt's dann auch. Nichts ist verloren, solange es noch einen Verrückten gibt, der darum kämpft. Die Piratenbruderschaft. Ach so, einmal nach innen und dann nach außen gleich. War ich zu langsam. Weißt du was? Wir schaffen das schon. Lass dir Zeit. Muss das sein? Mach das Fenster für mich auf, ja? Ein geheimer Handschlag ist da keine Ausnahme. Die Übung macht den Meister. Wie auch immer, wolltest du mir nicht etwas sagen? Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber ich... Nun, du hättest dir auch weniger Zeit lassen können. Wie auch immer, darüber wollte ich gar nicht mit dir reden. Wie ist denn dein Morgen so? Produktiver als meiner, hoffe ich. Naja, nicht so gut, weil ich den Haken nicht finden kann, den ich von dir habe. Verdammt, dieser Haken ist ja so cool. Wenn ich dieses endlose Kapitel doch noch beende, können wir beide raus und heute Nachmittag danach suchen. Was meinst du? Okay. Ach ja, übrigens... Und wenn du den Roman fertig hast, können wir dann wohin fahren? Ja, fang schon mal an zu überlegen, wo du hin willst. Also, was würdest du sagen, wenn wir... Ist Mom vom Einkaufen zurück? Mm-mm. Nun denn. Was meinst du? Könntest du wohl in die Garage gehen und mir...
Du weißt schon bringen? Oh, und das Allerwichtigste ist, dass niemand davon jemals erfahren darf. Niemand? Niemand? Niemand. Niemand. Es ist unser Geheimnis. Ein geheimer Piratenbruderschaftspakt? Genau, ein geheimer Pakt der Piratenbruderschaft. Signiert mit Blut. Signiert mit, Tinte. Warte mal. Tinte? Du wirst schon sehen. Tinte. Okay, also was könnte das Symbol der Piratenbruderschaft sein? Mein Haken. Hervorragende Wahl. Packen wir es an. Genial. Geheimer Pakt? Geheimer Pakt. Also gut dann, Beeilung. Du weißt, was zu tun ist. Jetzt auf die Uhr geguckt. Aber das, was er, ich weiß schon, holen soll aus der Garage, das machen wir erst beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.